ich könnte mir vorstellen, dass der Wohnungsturm, das kann ich ja mal skizzieren, ne? Das Wort benutze ich ja auch überhaupt nicht oft. So. Gucken, wie rund ist das jetzt? Ist das rund? Kann man das rund bezeichnen? Naja, es wird auf jeden Fall noch runter, weil hier sind ja dann wieder so, also oben wieder so Holzpfosten. Und dann wird daraus ein Sechseck. Ja. Genau. Aber das muss ich allgemein nochmal schauen. So. Und der Turm, der ging ja natürlich nicht ganz durch, sondern der wäre nur so angeschnitten, dachte ich mir. Das heißt, hier wäre dann irgendwie der Wohnturm. Etwa so. Und der Wohnturm ist natürlich auch nicht überall gleich. So in etwa hatte ich mir das vorgestellt. Aber wie genau? Na, heute komme ich gar nicht voran. Wahrscheinlich ist das so geistige... nicht mal das Wort will mir einfallen. Geistiges Ersterben. Ich hatte nämlich davor jetzt Unterricht die ganze Zeit. Und direkt davor ein Lehrer, der sehr gerne das Wort benutzt. Also, das sind jetzt nicht wirklich Wörter. Aber so kommt dann der Unterricht eben auch rüber. Also, er tut die ganze Zeit inmitten seiner Sätze stocken, so wie ich eben gerade. Und diese Pausen mit einem Ö füllen. Und dadurch wirkt er immer total hektisch, so. Ja, als wäre er immer hektisch. Liegt vielleicht auch daran, dass er Raucher ist und dadurch immer so ein bisschen, ja, vielleicht auf die nächste Kippe wartet, ich weiß es nicht. Ist nicht so eine ganz gute Voraussetzung für einen Lehrer, Raucher zu sein, weil dann hat man irgendwie dieses, ja, es funktioniert einfach nicht so gut. Wobei, wir haben auch einen Lehrer, der ist auch Raucher und ist ganz ruhig, wirklich vollkommen. Der ist auch einer meiner Lieblingslehrer, weil er einfach so, ja, sich von nichts aus der Ruhe bringen lässt. Und jetzt könnte man meinen, dass die Klasse dann total durcheinander geht bei so einem Lehrer, aber das Gegenteil passiert, die Klasse wird davon eigentlich auch ruhig. Aber zu so einer Taktik gehört natürlich auch ein gewisses Charisma und das hat nicht jeder Lehrer. Dieses Charisma nutzt einem das nichts. Soll ich diesen Bereich hier schon mal weglöschen, damit ich da Keller und so weiter bauen kann? Also wenn ich geistig nicht in der Lage bin, jetzt kreativ tätig zu werden, groß, dann kann ich ja mal wenigstens versuchen, hier Pflichtaufgaben zu erledigen, die sowieso früher oder später hier gemacht werden müssen. Zum Beispiel so ein Quack. So. Die Frage ist, wie man natürlich nachher die Treppe organisiert. Hier ist auf jeden Fall schön viel Raum. Aus welchem Stoff machen wir hier überhaupt den Boden? Also so eine Steinschwelle, dafür wäre ich. Damit man merkt, dass man einen Raum betritt. Und dann hier Boden, Boden. So viel zum geistigen Ersterben. So, ich mache das jetzt erstmal aus Holz. Thank you.
Ich schätze mal, dass es etwa so ist. Kann er dann raus? Ja, passt. So. Und darüber ist der Stock ja ziemlich dicht drauf. Seltsames Lied. Das ist aber auch Zelda. Klingt das nicht interessant? Das hätte ich jetzt so eigentlich gar nicht zu Zelda nämlich zugeordnet. Ist aber so. Oh Mann, ich möchte es nicht so langweilig gestalten. Aber ich krieg's gerade nicht spannender hin. Ich kann ja mal weitermachen. Lieblingsbuch, Ken Follett. Ich hab gerade das Gefühl, da springt was. Egal. Und Film kann ich jetzt so nicht sagen, so viele Filme gucke ich nicht, aber neulich habe ich einen ganz guten gesehen. Habe ich schon mal darüber geredet? Inception? Oh je, habe ich damit. Habe ich über den Film hier geredet? Im Video? Bei Inception, wer es nicht kennt, geht es darum, dass dass es praktisch eine Traumwelt gibt. Ah, ich kann das gerade gar nicht so richtig wiedergeben. Es gibt nicht eine Traumwelt, aber die Leute träumen eben. Und man kann in die Träume anderer Leute eindringen, praktisch. Und es ist ein sehr interessanter Gedanke und dann vergeht halt die Zeit dort. Zwar genauso schnell, aber in der realen Welt läuft währenddessen die Zeit halt langsamer. Und das Inception dabei ist, dass die dann halt in mehrere Träume innerhalb der Träume gehen und dann dadurch die Zeit so verlangsamen, dass innerhalb einer einzigen Sekunde so viel passiert, dass der halbe Film praktisch in dieser Sekunde geschieht. Könnte man zumindest so sagen. Werden. Und überall tue ich jetzt mal Fackeln dran. So. Ja, das Lied ist doch wirklich seltsam. Ja, dann gehen wir mal wieder hier runter. Ich muss jetzt wieder hier mit ein bisschen mehr Konzentration daran gehen. Aber ich meine im Sinne ein bisschen mehr Konzentration auf das, was ich sag. So. Ja, von außen kenne ich es ja schon. Warum fliege ich eigentlich raus? Naja, dann kann ich wenigstens hin. Nee, das mache ich nicht. Vielleicht dahinter? In solche Positionen kann man doch zum Beispiel mal. Jetzt natürlich. Ah, Mann! Camera Studio. So. Ja, und Inception könnte man schon sagen, ist ein Film, den ich mag. Sind hier nicht die Klappen dabei? Irgendwie bin ich heute neben mir. So. Passt. Hat er da noch Lieblingssport? Boah. Sport ist jetzt, sag ich mal, nicht so meins, beziehungsweise ich war in nicht so vielen Sportvereinen oder so. Ich war eben früher im Schwimmverein. Und deswegen kann ich auch, denke ich, ziemlich gut schwimmen oder zumindest ziemlich schnell. Aber eigentlich mag ich es nicht so, um zu schwimmen. Ich tauche lieber. Warum sind hier so unregelmäßig Blöcke? Ach so, ja, weil das. Ah ja, das sind ja immer die Pfeiler.
Ja, genau. Passt. Und hier oben fehlt immer noch an Licht. Ich glaube, ich packe da oben immer einen Glowstone rein, so. Ungefähr so. Ja, Lieblingssport. Ich mag ehrlich gesagt auch ganz gern Fußball. Da bin ich so wie die, wie der größte Teil der deutschen Nation, interessanterweise. Das war aber kurz, das Lied eben. Egal. Oder habe ich den Anfang davor verpasst? Ist mir jetzt gerade egal. Rede ich mal weiter. Andere Sporte finde ich eigentlich nicht so interessant. Ah ja, Skifahren vielleicht noch. Skifahren mag ich. Also Skifahren tue ich halt auch. Und so ist das. Und dann hat er noch gefragt, was ich von den Grünen halte. Und von... den ganzen Reformen, die Atomkraftwerke und Atomenergie allgemein. Und das ist natürlich jetzt kein Thema, was man jetzt mal so eben abhandeln kann. Finde ich auf jeden Fall ganz gut. Jetzt müsste mir nur schnell was einfallen, was ich dazu Intelligentes vor allem sagen kann. Mit intelligenten Kommentaren ist das nicht so meins. Beziehungsweise während der Aufnahme bin ich halt immer so ein bisschen nicht ganz bei mir, momentan noch. Ist alles noch so ungewohnt. Weil ich zum Beispiel auch gar nicht weiß, ob ich das so machen will, aber jetzt ist einfacher jetzt mal Verhältnisse machen. Ja. Faszinierend finde ich schon den Wechselkurs von der Merkel, also dass sie da ihre Meinung zum Thema ändert. Dann hat sie es damit begründet, eben, dass so unerwartete Änderungen im politischen Geschehen das dann eben beeinflussen oder so ähnlich. Ja, gut, es hätte jetzt natürlich auch ein Atomkraftwerk in Deutschland sein können. Was hätte sie dann gemacht? Ich meine, das hätte sie ja doch vorher schon klar sein müssen mit den Risiken. Aber sie wollte ja unbedingt Atomkraftwerke. Insofern finde ich, ist das keine Rechtfertigung dafür, dass sie da eine Fehleinschätzung hatte. Jetzt hat man ja auch festgestellt, dass die... meisten, ach, wir hatten das, der Oettinger, also der hat das so ganz seltsam formuliert, so dass es so wirkt, als wären sie okay, aber in Wahrheit sind sie halt total futsch, die Atomkraftwerke. Und das ist auch Teil der Politik, dass man irgendwie so gar nicht sagt, was wirklich Sache ist, sondern halt es so ausdrückt, dass der Bürger es mag. Aber darauf wollte ich jetzt gar nicht eingehen. Jedenfalls, dass die meisten Atomkraftwerke halt ziemlich marode sind. Und zumindest nicht den Konventionen entsprechen. Das heißt, sie sind nicht erdbebensicher. Da frage ich mich zwar, was jetzt in Deutschland da groß an Erdbeben kommen soll, dass da so ein Atomkraftwerk umfällt. Allerdings ist es eben Teil der Konvention. Insofern sollte das meiner Meinung nach schon beachtet werden. Und finde ich sehr, sehr beunruhigend, dass das nicht der Fall ist. So. Ja. Und die Grünen, ich meine, die haben da immer, die haben halt einen Kurs gefahren, dass der sich jetzt bestätigt hatte, war ihr Glück. Sie haben ziemlich viele Stimmen bekommen. Aber ich bin derzeit weder Befürworter direkt von den Grünen noch Gegner. Ich sehe es zwar schon so, dass die Umwelt ein sehr wichtiges Thema ist, aber die Grünen gehen das jetzt auch nicht unbedingt so an, wie ich das angehen würde. Ich kann jetzt zwar nicht sagen, wie ich das machen würde konkret. So viel Gedanken habe ich mir jetzt zum Thema auch noch nicht gemacht. Aber eigentlich ist es ja Sache des Bürgers.
Und ich glaube, mit Solarenergie erreicht man da wenig.